Hallo, ich begrüße euch zu Sandis Diabetes Loop. Heute geht es um Ziel Nummer 8, das Autotune. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nach dem Intro geht's los. Hallo, ich begrüße euch bei Sandis Diabetes Loop. Ich bin Sandy und ich erzähle euch heute, was in der Android APS bei Ziel 8 mit Autotune gemeint ist. Autotune ist ein Werkzeug, das über den Night Scout Client, das erkläre ich euch dann gleich, genutzt wird, um verschiedene Einstellungen zu optimieren. So ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Denn es ist so, wir haben ja so verschiedene Tests ja schon gemacht, Basalratentests und ähnliches. Und wir sind natürlich von unserer Grundeinstellung aus hergegangen, die wir in der Pumpe gemacht haben. Vor längerem, nicht so langem, je nachdem. Und Autotune hilft uns da, das Optimum rauszuholen oder kann uns helfen, das Optimum rauszuholen. Es ist nicht sinnvoll, wenn man einen Tag dieses System am Laufen hat, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich her und verwende gleich Autotune, sondern man sollte diese Veränderungen ja dann vornehmen, wenn man es über einen gewissen Zeitraum geschaut hat. Also sprich, wie ist dieser Verlauf über eine Zeit und wo habe ich zu viele Spitzen, habe ich zu viele Täler drin, also wo ist der Zucker zu hoch, wo ist er zu niedrig. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, dass ich dann sage, okay, jetzt versuche ich mal das Tool Autotune. Autotune kann auf mehreren verschiedenen Seiten aktiviert werden. Wer seine Seite bei Martin Schiftern auf NS10.be hat, der hat oben, wenn er sich auf seiner Seite einloggt, einen Reiter, da steht Autotune drauf. Über den, wenn man da drauf geht, kommt man dann auf einen Link, den ich euch natürlich auch unten verlinke entsprechend. Und da kann man dann seine Night Scout URL komplett, also mit HTTPS und dem ganzen Zeug, dazu eingeben, um dort im Prinzip dieses Autotune ausrechnen zu lassen. Der nimmt im Prinzip dann die Daten der letzten Tage, Wochen, je nachdem, das kann man sich aussuchen. Da berechnet er dann aufgrund der verschiedenen Faktoren, also sprich dann Insulinsensitivitätsfaktor, dann den Kohlenhydratfaktor und diesen Minimum 5 Carb Impact Wert, dazu gibt es noch ein separates Video, aber aufgrund dieser Werte berechnet er im Prinzip die aktuelle Basalrate und die Sensitivität und die verschiedenen Faktoren. Und dadurch kann er uns helfen, diese Einstellung noch feiner hinzukriegen. Zu diesem Min 5 Carb Impact, das ist ein komischer Wert, ich weiß, der ist standardmäßig auf 8 eingestellt, kann sein, dass er höher oder niedriger gestellt werden muss, um im Prinzip dieses Feintuning besser hinzukriegen. Dieser Wert 8 oder 8 Milligramm pro Deziliter in 5 Minuten, das ist so eher Standardwert, den man einfach ermittelt hat und mit dem man erstmal anfängt, um das Ganze einzustellen. Ja, und wenn man, wie gesagt, über diese Autotune-Seite, die ich euch, wie gesagt, unten verlinkt habe, seine Werte ermittelt hat, kann man sie einfach verändern. Oder wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man sagt, ich traue der ganzen Geschichte noch nicht ganz so, kann man das langsam sich dorthin arbeiten. Denn ich denke, so viele schnelle Veränderungen machen nie Sinn, sondern man sollte immer nur an einer Schraube drehen und nicht an 5 gleichzeitig. Aber ich denke, das sollte durch das Loopen sowieso klar sein, dass man nicht alles auf einmal verändert, sondern wirklich eins verändert, sich das ein paar Tage anschaut und erst dann den nächsten Wert verändert. Und wer sich natürlich unsicher fühlt, der sollte das Ganze sowieso nur mit Absprache seines Diabetes-Teams machen, also sprich Diabetologe oder die Diabetes-Beraterin. Der kann man ja dann, wenn man mag, so Berechnung mal zuschicken, per Mail oder persönlich hingehen, je nachdem, und sagen, schau mal drüber, findest du das sinnvoll oder nicht? Und die haben natürlich noch ein bisschen andere Grundlage vom Wissen her, um das vielleicht noch anders einzuschätzen. Ein anderes Auswertungstool ist ein Tool, das ein echt toller Mitlooper, der Z-Reptil nennt er sich, geschrieben hat und auch wirklich absolut fulminant pflegt. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Beschreibung rein. Und ich hoffe, dass ich irgendwann demnächst mal auch ein Video mit ihm machen kann, wenn wir jetzt mit den Zielen durch sind, um einfach dieses Night Scout Auswertungstool, das der geschrieben hat, einfach mal wirklich ein bisschen ausführlicher erklärt. Und vielleicht hat er auch das eine oder andere, was er dazu einfach noch mit sagen möchte. Das Ganze, wie gesagt, in einem separaten Video, aber das werde ich dann, wie gesagt, entsprechend dann demnächst in Angriff nehmen. So, das war schon zu Ziel Nummer 8, also dieses Autotune ist ja nicht sonderlich aufwendig, aber es sollte auf jeden Fall richtig verstanden werden. Über einen Daumen nach oben und ein Like würde ich mich natürlich immer freuen. Und natürlich über ein Abo, das wäre natürlich besonders toll. Die Glocke aktivieren, weil dann weiß man, okay, es ist noch ein Video da. Ich mache weiter so und ich hoffe, es gefällt euch weiterhin.
bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Sandy von Sandys Diabetes Loop. Tschüss.